einem Kataphrakt handelt es sich um einen schwer gepanzerten Reiter, der vor allem in iranischen, spätrömischen und byzantinischen Armeen eingesetzt wurde. Sowohl Reiter als auch Pferde waren sehr stark gepanzert. Dabei war ihre Rolle aber nicht darauf ausgelegt, durchgehend an der Schlacht beteiligt zu sein. Sie kamen meistens zum Einsatz, wenn eine Schlacht an einem kritischen Entscheidungsmoment angekommen war, um dann als Schockkavallerie reinzustürmen und mit ihrem enormen Gewicht die Reihen der Gegner vollkommen durcheinander zu bringen. Mit der Kraft des gewaltigen Aufpralls mit einer massiven zweihändrigen Kontuslanze. Nach dem initialen Ansturm wurde üblicherweise eine Nahkampfwaffe mit ordentlichem Wumms wie einem Streitkolben ausgepackt und auf die Gegner eingeschlagen. Dennoch war es vor allem eine Schockkavallerie. Somit wollte man auch nicht im Nahkampf festgebunden werden, da damit das Risiko massiv stieg, vom Pferd runtergerissen zu werden. Zwar ist der Mythos von schwer gepanzerten Leuten, die nicht aufstehen können, aufgrund des Gewichts etwas übertrieben, weil mit dem Gewicht kann man halt trotzdem nicht einfach mal locker flockig aufstehen und weiterkämpfen. Selbst wenn man nur einige Sekunden länger bräuchte zum Aufstehen, können diese paar Sekunden verheerend sein mitten im Kampfgeschehen. Vor allem, wenn man sowieso noch benebelt ist nach einem Aufprall mit so viel Gewicht vom Pferd.